Wem kommt dieser Tunnel hier bekannt vor? Vielleicht habt ihr ihn ja bereits in Apaches Musikvideo zu Kein Problem gesehen. Wenn ihr wissen wollt, welche Mainzer Orte sonst noch Schauplatz für Film- oder Musikvideodrehs wurden, dann bleibt bis zum Ende dran. Bis er Ende 2023 abgesetzt wurde, konnte man in den Episoden des Mainzer Tatorts oft verschiedene Mainzer Kulissen entdecken. In der Folge In seinen Augen gab es gleich mehrere Orte, die dem ein oder anderen Mainzer bekannt vorkommen müssten. Eine Nachtszene zum Beispiel wurde an der Hochbrücke in Mombach gedreht. Wie bereits erwähnt, hat auch Apache schon mal in Mainz gedreht. Und zwar in dem bunt beleuchteten Tunnel in der Nähe des Mainzer Hauptbahnhofs. Dieser Tunnel heißt Goethe-Tunnel und ist in Apaches Musikvideo zu Kein Problem zu sehen. Einige Leute nennen ihn deshalb auch Apache-Tunnel. Im Jahr 1960 erschien der Film Die Fasnachtsbeichte. Wer den Film geschaut hat, wird sicherlich auch ein paar Mainzer Ecken wiederentdeckt haben. Zum Beispiel auch die Mainzer Augustinergasse. Die Umzugsszenen aus der Straße zeigen auch den tatsächlichen Fasnachtsumzug aus dem Jahr 1960. Welchen dieser Orte habt ihr bereits besucht? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.